Also Freunde, es kann sein, dass ich gleich richtig emotional werde, dass ich laut werde, dass ich rumrente. Wird sich wahrscheinlich nicht legen, weil muss so sein, gehört dazu. Aber ich bin sowas von enttäuscht von diesem Set hier. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ja, was soll ich sagen? Naja gut. In diesem Sinne, ahoi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich möchte euch heute kurz mal in meine emotionale Gefühlswelt lassen. Ja, wie auch immer. Ich kann es nicht verstehen, dass Lego sich wagt, so etwas herauszubringen. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Ich bin absolut am Ende. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich habe dieses Set gebaut und es hat mich gequält bis zum letzten Baustein. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Oh Gott. Also, dröseln wir es mal kurz von vorne auf. Dieses Set, das ist der kleine Millennium Falke aus der Microfighters Serie mit Chewbacca. Und ja, ein paar Teile gefühlt, ich habe keine Ahnung, ich recherchiere ja vor den Videos zu meinen Sets nicht. Ist auch egal, ich blende es euch ein, alles gut, das ist schon in Ordnung. Auf jeden Fall, boah, ich zitter richtig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das geht mir gerade so übelst nah. Warum ist das eine Vollkatastrophe von Lego? Das versuche ich euch jetzt mal nahe zu bringen. Also, fangen wir einfach mal an mit dem generellen Look. Also schaut euch das mal an. Das sieht doch 1:1, also ich hoffe, ihr seht das hier so ein bisschen, ne? Das sieht doch 1:1 aus wie ein Millennium Falke. Lego, warum macht ihr das? Warum baut ihr so detailgetreue und so gut designte Modells? Was soll das? Da kann ich bin fix und alle, was soll ich jetzt machen? Ich stehe hier wie ein Ochs vom Berg und weiß nicht mehr weiter. Das ist absolut, wie gesagt, eine absolute Folge. Und dann geht es weiter. Sie haben hier eine Figur. Da wird es mir ja schon so ein bisschen wärmer ums Herz, aber eigentlich auch wieder nicht. Ich meine, Chewbaccas haben wir ja wie Sand am Meer schon gehabt, aber das ist ja eine Figur, die passt zu dem Set, die gehört zu dem Set. Wie gesagt, ein bisschen Luft gibt es mir. Ich könnte jetzt natürlich mich freuen und sagen, da ist kein Han Solo mit dabei, weil ne, Han Solo ist noch viel, aber das, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann der Preis, es kostet 9,99 € für ein paar Teile plus Figur, also wie könnt ihr euch so wagen, so einen guten Preis dafür zu verlangen? Er ist grenzwertig, also es hat mir auch schon fast wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, dass ich jetzt so ein bisschen sagen kann, Lego, das geht nicht, das ist fast zu teuer. Wie könnt ihr sowas wagen? Habt ihr sie eigentlich noch alle? Oder sorry, das ja, aber es ist, ich kann es eigentlich auch wieder nicht sagen. Es ist, boah, ist das schwierig gerade für mich. Naja, und jetzt schön, dass worüber ich mich gefreut habe, wo ich mich drüber aufregen könnte. Das ist hier die Stud-Shooter. Guckt euch die mal. Aber ach Mann, das ist ja auch ein Set für Kinder. Die freuen sich ja über Stud-Shooter. Was gibt. Oh Mann. Was soll ich mit dem Set anfangen? Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt das Schlimmste. Passt mal auf, ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Was? Da! Keine Farbseuche! Lego, warum macht ihr das? Warum tut ihr das? Was soll ich jetzt für Videos machen? Ich kann doch mich nicht aufregen, das ist so gut gemacht. Was mache ich jetzt mit meinen Videos? Die will doch keiner mehr gucken, wenn ich nicht motze. Lego, mach doch wieder einer und kotze rein, damit ich Videos machen kann, wo ich mich aufrege. Oh Gott, Moment mal bitte. Oh Gott. Boah, jetzt geht es mir gerade wieder ein bisschen besser. Also es ist hart, es ist einfach hart. Ich verstehe Lego da nicht. Ich verstehe sie nicht. Und vor allen Dingen, guckt euch auch das mal an. Das ist ein Print. Sag mal, geht's euch noch gut?
Habt ihr Lack gesoffen oder was? Da gehört ein Sticker drauf. Damit ich mich aufregen kann. Naja, lassen wir es einfach. Also ich bin fertig mit der Welt. Ich bin fertig mit der Welt. Also ich kann einfach nicht mehr. Ich hoffe, ihr teilt meine Meinung. Und wenn nicht, dann lösche ich eure Kommentare. Das ist mir dann auch egal. Aber so geht das nicht weiter. Also so geht das wirklich nicht weiter, Lego. Ihr müsst wieder Produkte auf den Markt bringen, wo man richtig drüber motzen kann. Denn ohne Motzen kommen doch keine Klicks. Das müsst ihr doch wissen. So was bringt man nicht raus. Jetzt lasst das. Jetzt lasst das. Macht wieder, ballert da wieder Farben rein, damit wir motzen können. Macht Sticker drauf, damit wir motzen können. Aber lasst das. Das ist ekelhaft. So. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss. So. Ich bin raus. Ah! So, Freunde, ich habe es euch ja am Anfang angekündigt. Ich hoffe, ihr habt das Video bis hierhin durchgehalten. Und ja, ich wollte einfach mal so ein bisschen auf Spaß getrimmt ein bisschen Luft ablassen, denn ich denke, die meisten von euch wissen, dass ich ein harmoniebedürftiger Mensch bin. Und die meisten von euch wissen auch, dass mich diese ganze Rummotzerei im Social Media und vor allen Dingen auf YouTube nur für die Klicks einfach so richtig ankotzt. Ich gebe es offen zu. Ich weiß, dass das gemacht wird, um, wie gesagt, Klicks zu generieren, um Abos zu generieren. Und es funktioniert ja leider auch, was in meinen Augen vielleicht auch nicht das beste Bild auf die Gesellschaft wirft. Aber gut, wer bin ich schon, dass ich das zu entscheiden habe? Aber ja, es ist Ich mir geht es echt auf die Nüsse, aber im Moment, man kann es ja nicht wegmachen. Man kann natürlich sagen, okay, ich gucke die Kanäle nicht, aber alle Nase lang sprießt ja irgendwo ein neuer Kanal daraus im Boden, der rummotzt. Also von daher, whatsoever. Ich hoffe, ihr habt meine kleine ironische, sarkastische Nummer hier nicht in den falschen Hals gekriegt. Wenn doch, tut's mir leid. Es tut mir nicht wirklich leid im Sinne von, ich habe es euch ja vorher gesagt. Wer Ironie und Sarkasmus nicht so wirklich für sich entdeckt hat, ist ja jetzt nicht schlimm. Aber ich hoffe, wie gesagt, ihr seid mir da nicht böse und habt ein bisschen Spaß mit mir gehabt. Und ja, lasst uns doch einfach wieder Sets mit Einhornkotze bauen oder ohne Einhornkotze. Es ist mir scheißegal. Lasst uns Sticker draufkleben oder auch nicht. Es ist mir scheißegal. Ich verstehe gewisse Argumente. Aber man muss sie doch nicht Tag für Tag, Woche für Woche von den gleichen Leuten immer wieder vor den Latz geknallt bekommen. Leute, lasst es einfach bleiben. Es wird nichts besser. Es wird nicht besser, wenn ihr es dreimal... Wie sagte mein Mathelehrer, und damit möchte ich auch das Video hier an der Stelle beenden. Wie sagte mein Mathelehrer früher immer, getretener Quark wird breit, nicht stark. Und in diesem Sinne... Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag. Baut was Schönes, habt Spaß mit den Klemmbausteinen. Wir sehen uns im nächsten Video und ich sage ciao.